Gute Wahl! Wie ihr noch mehr Leistung, sprich Gleitzeit aus eurem Flugzeug rausholen könnt, das verrate ich euch in diesem Video. Ja, der Teufel steckt auch recht oft im Detail, so auch bei diesem Produkt. Und zwar haben wir hier gesonderte Lückenputzer, die den Flügel reinigen. Das Prinzip ist quasi so, ich habe hier einen Haltefaden, der über das Cockpit aus gesteuert wird, entweder mechanisch oder elektrisch. Und wenn ich das auslöse, dann geht dieser Putzbügel auf. Hier ist eine Feder. Und dadurch, dass dieser Bügel breiter ist als dieser Bügel, wird quasi durch die Luftkraft der Mückenputzer über den Flügel gezogen und reinigt mit diesen Fäden den Flügel. Das Ganze ziehe ich dann quasi mit dem Faden wieder zurück, wie gesagt mechanisch oder elektrisch, und der Flügel ist gereinigt und der Mückenputzer setzt sich hier an den Flügel. Inzwischen gibt es auch Mückenputzer-Garagen für, dass das aerodynamisch ein bisschen günstiger ist. So, das Detail ist aber das Problem der Bauten zur Führung, um dieses Halteseil zu halten. Wir haben im Cockpit relativ wenig Platz. In meinem Fall haben wir die mechanischen Mückenputzerkurbeln auf der rechten Seite und im ganz großen Bogen geht der Bautenzug hier zur linken Seite und diese Fliegen hier zur linken Seite und erzeugt relativ wenig Reibung im Bautenzug. Auf der rechten Seite habe ich aber das Problem, dass der Radius extrem eng ist und sich das Halteseil im Bautenzug einfach ein bisschen, ja, hat einfach mehr Reibung durch den sehr engen Radius. Und mein rechter Mückenputzer läuft sehr schwer. Und mehr Leistung gibt es halt, ja, wenn ich besser putzen kann, sauberer putzen kann, im Zweifelsfall auch öfter putzen kann. Und dafür hat sich die Firma Laminar Aerotech, die inzwischen die Produkte von Pirker, ehemals Pirker und Stalker vertreibt, diese Mückenputzerrollen bzw. die Rollen für den Bautenzug ausgedacht. Der Bautenzug oder das Halteseil läuft hier entlang und hier haben wir ein kleines Kugellager drin. Und das führt eben dazu, dass ich weniger Reibung habe bzw. engere Radien realisieren kann. Und ich habe mir das mal hier vorkonfektioniert und werde das gleich mal einbauen und mit euch zusammen im Flug mal testen. Wir hatten einen Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher war das recht hakelig, auf der rechten Seite, das war nicht schön zu putzen. Und ich werde das mal ausprobieren für euch, ob das tatsächlich gut funktioniert. Bei dem ersten Test mit den neuen Mückenputzern. Flügel ist auf dem Bild. Ah, das. Wow! Boah, richtig gut. Richtig gut. Oh, geht das leicht. Das Unterschied von Tag und Nacht. Nee, ist das genial. Oh, super. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Alter, ist das genial. Super. Echt cool. Klasse. Also wirklich erste Sahne. Das hat sich wirklich gelohnt, der Umbau. Also nie wieder ohne. Also wirklich gut. Lässt sich ganz, ganz leicht kurbeln. Also ist eine echte Freude, mit so einem kleinen Teil so eine große Wirkung erzeugt zu haben. Echt cooles Ding. Ich bin gerade gelandet, war noch im Pool. Hat richtig Spaß gemacht, mit den Flügel zu putzen. Läuft super sauber, keine Hakeln mehr, nichts, auch bei Ringengeschwindigkeiten. Also echt ein Produkt, wo man sich im Nachhinein denkt, ja, warum hat man das eigentlich nicht schon vorher drin gehabt? Also echt cool, hat Spaß gemacht. Eine Sache ist ganz wichtig, ich habe die kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Sprich, ich werde das Video als Werbung kennzeichnen, auch wenn ich sagen darf darüber, was ich möchte. Werde ich das trotzdem machen, damit wir einfach sauber sind. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Danke euch und bis dann. Also in diesem Sinne, frohes Putzen. Bis zum nächsten Mal.